uns in der Grundschule gab es eine AG, die hieß Ring. Und der Trainer war der Herr Kolditz, der ist jetzt auch von der Sportschule unser Trainer. Und da habe ich ihn getroffen und er hat schon Ring im Verein gemacht und er hat mich dann halt mal mitgenommen. Und das hat mir sehr gut gefallen und da bin ich halt regelmäßig hingegangen und habe das dann zum richtigen Leistungssport gemacht. Also Motivation vom Trainer, wenn ihr bekommt vor dem Kampf in der Pause, ist schon wichtig, oder? Ja, ist schon ziemlich wichtig, vor allem vorher, um nochmal den Riss hochzubringen und ja auch in der Pause. Musik.
Alexander Kitsch, SAV Urio, Mecklenburg-Vorpommern. Die zweite Platz an den Vizemeister Leo Rasch, RC Chemnitz, Sachsen. Platz 3 belegt Andreas Bauer, SC Aber Bayern. Und sechster wird Johannes Lenz, SV Roter Wiesbach, Bayern. Und die Ehrengeschenke für Platz 4 bis 6 werden übergeben von unserem ersten Vorstand Ulrich Leithold. Schau es beim Bruder aus, wie geht's dir so? Die lasst es weg oder war für dich klar, du wirst Deutscher Meister? Weil man kommt ja auch mit einer gewissen Stärke rein und Ziel. Kann ja sein, du hast es auch vorgehabt, Deutscher Meister zu werden. Ja, also Deutscher Meister sein ist schon großartig, ein wunderschöner Moment. Habt ihr euch gestern noch mal ein bisschen vorbereitet, mental oder mal mit dem Trainer noch mal irgendwie ausgewertet, ganz speziell und lieber ein bisschen relax, um heute Morgen wirklich fit zu sein? Oder wie sah es bei euch gestern Abend noch aus, André? Wir sind essen gegangen und dann einfach ins Zimmer uns hingelegt. Ja. Also ganz ruhig eigentlich. Ja. Früher schlafen gegangen. Früher schlafen gegangen. Früher heißt um 12, ne, wann? Nee, so um 10 Uhr. Ich glaube, der Mike Brümer hat jetzt nichts gesagt, aber jetzt geht es eigentlich für euch ja schon in Richtung EM, glaube ich. Ne? Das ist, glaube ich, das Nächste, was anvisiert wird, auch bei euch, denke ich mal, oder? Naja, wir haben jetzt bald in Serbien Quali-Turnier. Da müssen wir nochmal hin, denn ja. Und da bleiben wir auch Trainingslager eine Woche. Wollt ihr jetzt noch irgendjemanden grüßen? Wir grüßen Karan Mosebach. Ah ja, Karan, du Geier.